Sehr geehrte Damen und Herren, ich grüße Sie ganz herzlich. Das Semester beginnt ja eigentlich jetzt am 1. April, aber in diesem besonderen Fall nur der freiwillige Teil. Mein Name ist Andreas Goldschmidt und ich nehme Sie mit auf eine Reise zu den drei Themen Public Health, Sozialmedizin und Medizinethik. Nun, das Thema Public Health betrifft das öffentliche Gesundheitssystem, das Gesundheitswesen. Und da schauen wir uns natürlich die besondere Situation in Deutschland an. Es ist ein hochaktuelles Thema, denn bei dem Thema öffentliches Gesundheitssystem ist ja gerade die Coronavirus-Epidemie angelangt. Epidemiologie, Pandemie, Epidemie. Begriffe, mit denen der eine oder die eine oder andere von Ihnen noch nichts zu tun hatte. Und so wie ich mich jetzt gerade hier bewege, im schönen Biber, ganz im Südosten von Frankfurt und Offenbach, sein wunderschönes Naturschutzgebiet, so nehme ich Sie auf diese Reise mit. Die ist nicht nur einfach, es ist auch mit sehr vielen Umwegen, mit steinigen Teilen, mit Gebirgen und ähnlichen Schwierigkeiten verbunden. Hier befinden wir uns gerade an einem sehr schönen Teil von Biber, nämlich dem Biberbach, wie er hier genannt wird, und die kleine Brücke, die über ihn führt. Diese Brücke kann man sich auch symbolisch vorstellen für das Gesundheitssystem. Es ist wie eine Brücke für viele betroffene Patienten, die man überschreiten kann und dadurch einen Zugang erhält in ein sehr umfassendes öffentliches Gesundheitssystem, das dafür Sorge trägt, damit zum Beispiel sich Seuchen nicht allzu rasch verbreiten und gut bekämpft werden können. Das heißt, hier ist eine der großen Aufgaben, sich damit zu beschäftigen, die Bevölkerung aufzuklären. Aufzuklären darüber, welche Risiken bestehen, wenn man Hygiene nicht ausreichend beachtet, wenn man sich zu sehr anderen nähert, die infiziert sind. Ein wichtiger Teil der öffentlichen Gesundheitsversorgung betrifft die Vorbeugung, die Prävention. Hier reden wir also nicht über den Teil des Gesundheitssystems und des Gesundheitswesens, der sich damit beschäftigt, Menschen in ihrer Gesundheit wiederherzustellen, also nach einer Krankheit, eine Krankheit zu behandeln oder nachzubehandeln. Nein, die Prävention versucht genau das zu vermeiden, beschäftigt sich also damit, dass Krankheiten möglichst gar nicht erst auftreten. Das ist eine große Herausforderung für eine Gesellschaft, denn es ist viel, viel günstiger und für die Gesellschaft besser, wenn Patienten erst gar nicht Patienten werden, sondern gesunde bleiben. Ein großes Gebiet betrifft die Sozialmedizin. Eigentlich ist die Sozialmedizin so etwas wie ein Bestandteil der öffentlichen Gesundheitsversorgung. Ja, die sozialen Ungerechtigkeiten sind ein Grund dafür, dass
irgendwann einmal auch die Sozialmedizin entstanden ist. Man hat erkannt, dass es gerade im Bereich sozialer Ungleichheit besondere Herausforderungen gibt. Aber auch wenn man sich bestimmte kleine Einheiten der Gesellschaft betrachtet, sind sozialmedizinische Fragen ganz offensichtlich. Nehmen wir Familien. Familien haben besondere Herausforderungen und wir wissen heute, dass Armut ein ganz großer Risikofaktor ist, um Krankheiten vermehrt zu bekommen bzw. anfällig für Krankheiten zu sein. Oder Betriebe. Es gibt in Betrieben Bereiche, die besonders gefährlich sind und wo deshalb besondere Vorsicht notwendig ist. Ja, letztlich leiden immer mehr Menschen auch an Stress. Deswegen bekommt auch der Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, also das besondere Setting, was wir in Betrieben kennenlernen, eine herausragende Bedeutung. Weitere Settings sind Schulen und eine ganze Reihe von anderen Institutionen, die wir miteinander besprechen werden. Lebenssituationen, Lebenswelten, das sind Settings, mit denen wir uns in der Sozialmedizin beschäftigen werden. Aber auch mit so Aspekten wie Gesundheitspädagogik und Gesundheitspsychologie. Das ist nämlich eine der besonderen Herausforderungen, die an uns gestellt werden, wenn wir uns mit dem Thema Sozialmedizin beschäftigen. Wir sehen, diese Bereiche Sozialmedizin und Public Health, öffentliche Gesundheitsversorgung, haben sehr viel miteinander zu tun. Ein dritter großer Bereich ist die Ethik. Hier insbesondere die Ethik im Gesundheitswesen, einerseits in der Medizin und in der Pflege. Die Medizinethik ist ein ganz großer Arbeitsbereich heute geworden und gehört sogar verpflichtend zum Humanmedizinstudium dazu. Überall, wo wir Grenzbereiche menschlichen Handelns haben, die Gesundheitsversorgung tangieren, wo es um Themen, wie ich sie gerade nannte, der Gerechtigkeit, aber auch um Verteilung und Fehlverteilung geht, aber auch um das Richtige getan zu haben oder nicht, zum Beispiel Arzthaftpflichtfehler oder ob die Pflege in einem Seniorenzentrum altersgerecht ist und den Qualitätsstandards entspricht. Das sind alles große, wichtige Themen der Medizin und Ethik in der Pflege. Aber auch bei der Zulassung von Arzneimitteln, Medizinprodukten, bei der Prüfung der Wirksamkeit, dort ist es ganz essentiell heute, dass die sogenannten Ethikkommissionen angerufen und gefragt werden. Die haben also bestimmte Aufgaben im Bereich der Ethik zu erfüllen, die wir miteinander besprechen werden. Freue ich mich sehr auf unsere Vorlesungen und Übungen, die wir gemeinsam durchführen werden. Sie haben ja eine Reihe von Aufgaben auch, die Sie selbstständig bearbeiten und wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß bei der Vorbereitung und bleiben Sie gesund. Auf bald!
Thank you.